Ja, vielen Dank. Auch beim folgenden Text eine kleine Geschichte davor. Seit ich in einer Klinik arbeite, habe ich einen Kollegen. Er hat gesagt, ich darf über ihn schreiben. Ich habe mehrere Kollegen, ich weiß. er hat gesagt, ich darf über ihn schreiben. Ich muss seinen Namen ändern, aber in keinen dummen Namen. Und ich habe gesagt, du heißt Guido. Es ist nicht mehr viel nach unten übrig. Und ich muss zu Guido sagen, er hat sich mir so vorgestellt, hallo, ich bin Guido, halb so viel DNA, doppelt so cool. Ja, also Guido hat Trisomie 21. Und das ist als Down-Syndrom bekannt. Und ich habe einen Text mit und über ihm geschrieben. Und es ging um das Thema anders sein oder besonders sein. Guido ist der ordentlichste Mensch, den ich kenne und in der Klinik von allen am besten informiert. Also dachte ich mir, frage ich ihn einfach mal, was ich denn zum Thema besonders anders schreiben könnte. Seine Antwort war, was heißt denn hier anders? Sagt ihr normal nicht immer, wir sehen alle gleich aus? Ich habe von uns beiden das Allerweltsgesicht. Wenn das doch so ist, wer von uns beiden ist denn hier anders? Da war ich überfragt. Ich bin nicht anders. Ich bin fast so wie du und so viele andere Menschen auf dieser Welt. Und weil manche das nicht einsehen wollen, wurde ich mal entlassen. Also während meiner Ausbildung, da wurde ich den anderen Mitarbeitern vorgestellt und da hieß es, das hier ist der Guido, der ist behindert, also müsst ihr mit dem rücksichtsvoll umgehen. Aber stimmte nicht, also habe ich gesagt, das hier ist Frau F., die ist dumm, deswegen müsst ihr ein bisschen langsamer mit ihr reden. Und da wurde ich gegangen. Dabei ist es für mich ganz normal. Es mag möglich sein, dass ich manches nicht so kann wie andere, aber ich kann dafür andere Sachen doppelt so gut. Ich kann mir super viele Dinge merken. Fußballergebnisse. Ich weiß alle Fußballergebnisse. Frag mich irgendeins. Rückrunde 1984, Werder gegen 3-1. Ich habe doch noch gar nicht gesagt, welches Spiel. Na und? Könntest du meine Antwort irgendwie prüfen? Ich weiß hier alle Fußballergebnisse und nicht du. Ich bin anders, weil irgendwann mal jemand eine Grafik gemalt hat und dann irgendwo einen Strich gezogen hat und dann gesagt hat, das hier oben, das ist jetzt das Normale und das hier unten ist halt nicht normal und deswegen müssen wir sie anders behandeln. Natürlich stimmt das nicht, aber was ist denn, wenn ich jetzt eine Grafik male und sage, das hier oben, der ganz kleine Teil, weil der ist anders, der ist zu normal und der Teil hier unten, der ist viel mehr und das ist die Mehrheit und die Mehrheit ist gut, also ist das normal. Ich bin jetzt nicht so gut in Mathe, wie du glaubst, sage ich. Nee, ist ja auch egal, weil die Sache ist, normal ist relativ. Bist du in letzter Zeit mal Bus gefahren? Da ist keiner normal. Wer hat da denn den Strich gezogen? Ja, ich glaube, das ist relativ pauschal gesagt. Nee, ich will auch vielleicht manche Sachen gar nicht können. Ja, kann ich verstehen, viel zu viel Stress. Weil, weißt du, was das Gute daran ist? Was denn, frage ich. Wenn ich mal keine Lust habe, dass Menschen sich zu mir auf die coolen Viererplätze im Bus setzen, dann schreie ich einfach kurz. Niemand möchte neben einem Behinderten sitzen, der schreit. Ja, weißt du, wie ich das regel? Nee, weil du bist ja nicht behindert. Dich würde man nicht ernst nehmen. Wenn du schreist, dann glauben die Leute, du bist ein Mörder. Ja, und dann setzt sich niemand zu mir. Nee, sagt Guido. Aber weißt du was? Manchmal wäre es trotzdem toll, wenn sich irgendwann mal jemand zu mir setzen würde. Ich setze mich immer zu dir, sage ich. Nee, vielleicht mal jemand anderes, der anders ist. Wie denn, frage ich. Weiß ich nicht. Vielleicht besonders. Vielen Dank.